So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Wir sind bereits am zweiten Spieltag der Fußball-WM 2014. Oh mein Gott, es geht so schnell rum. Eine Woche WM ist schon am Start. Und jetzt geht's auf jeden Fall richtig heiß vorwärts, denn Brasilien und Mexiko bestreiten das erste Spiel des zweiten Spieltages. Natürlich Gruppe A, selbstverständlich. Und beide Mannschaften haben mit einem Sieg gestartet. Und jetzt kommt so langsam die Phase, wo man sagen kann, wer jetzt nochmal gewinnt, gerade bei diesen Mannschaften, ist auf jeden Fall schon mal im Achtelfinale, beziehungsweise hat sehr, sehr gute Karten. Brasilien, Mexiko, wir gehen mal ganz kurz auf die Ergebnisse ein, die sie im ersten Spiel erzielt haben. Bei Mexiko das 1:0 finde ich schmeichelhaft. Man müsste sagen, eigentlich hat Mexiko wesentlich besser gespielt als Kamerun und ihm wurden ja noch zwei Tore aberkannt. Von daher will ich mal sagen, Mexiko ist richtig gut gestartet gegen einen doch überschaubaren Gegner Kamerun. Brasilien als Gastgeber und als absoluter Top-Favorit auf den Titel dieses Jahr hat sich meiner Meinung nach nicht ganz so stark präsentiert, wie man das erwartet hätte. Da waren auch viele kleine Sachen, die nicht ganz gepasst haben. Das späte 3:1, der Elfmeter, der meiner Meinung nach, und ja, die Welt weiß es auch, es war kein Elfmeter. Also das war möglich Gastgeber-Bonus, sagt man ja so gerne. Wie gesagt, also das 3:1 bei Brasilien über Kroatien täuscht ein wenig über die Qualität des Spiels oder der Mannschaftsstärke von Brasilien drüber hinweg. Von daher würde ich sagen, ein Match, vor allem weil Mexiko für Brasilien als, ja, als Angstgegner gilt, wirklich auf Augenhöhe und richtig mit Spannung gefüttert. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie die Mexikaner da reinkommen werden und die Brasilianer, wie schnell sie mit dem Druck umgehen können. Ja, mein Tipp heute ist standesgemäß und natürlich im Zuge, weil Brasilien spielt und ihr wisst ja, Gastgeber-Bonus, gehe ich mal davon aus, dass Brasilien die Geschichte gewinnt zu Hause. Ich tippe mal auf ein 2:1 gegen Mexiko. Ich will es nicht zu hoch ansetzen, denn ich glaube nicht, dass sie so frei aufspielen können und so überlegen gegenüber Mexiko sind, wie man das vielleicht erwarten möchte. Kroatien hat sich auch eigentlich richtig super verkauft. Bloß es fehlte einfach dann in der Offensive der genügend Druck, um da gegen vorzugehen, gegen diese stabile Viererkette der Brasilianer. Ja, ich bin gespannt. Also gespannt sind wir sowieso. Ich sag einfach mal 2:1 für Brasilien und es wird ein richtig qualitativ hochwertiges Spiel werden. Anders wie zuletzt ein paar Partien, insbesondere nehme ich jetzt mal Iran, Algerien. Da, ja, muss ich echt sagen, habe ich zwischendrin dann auch wirklich andere Sachen gemacht und das nur nebenher laufen lassen, weil war nicht zum Anschauen. Aber ich denke, hier haben wir wieder natürlich Spitzenfußball vom Allerfeinsten und ich freue mich tierisch auf diese Partie, denn sie ist so ein bisschen vorentscheidend über den Gruppensieg natürlich. Und natürlich ist es dann für den Verlierer nochmal richtig hart und der Gewinner kann sich eigentlich dann schon ein wenig zurücklehnen im letzten Spiel und das Achtelfinale planen. Also, mein Tipp 2:1 für Brasilien, drücke beiden Mannschaften die Daumen, den Gastgeber natürlich, aber auch Mexiko hoffe ich, dass sie mit ihrer Kompaktheit und mit dieser Eingespieltheit, ne, weil ja viele Spieler aus der mexikanischen Liga kommen, ist ja so ein gewisser mexikanischer Block, also von der Liga auch, der richtig gut ist. Also, ich bin gespannt, es wird ein heißes Match geben. Ich weiß gar nicht, Fortaleza, ob es so heiß da ist, aber ist ja nebensächlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß heute. Um 21 Uhr geht's los und wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.